Bei Young Economist geht es darum, Einblicke in das Leben von Führungspersönlichkeiten zu bekommen. Und Sie haben bestimmt einige aufregende Tage hinter sich. Nehmen Sie uns gerne mit in Ihre letzte Woche und erzählen Sie, was ist eigentlich der Alltag, wenn man von sowas wie einem Alltag in Ihrer Position reden kann. Also einen Alltag gibt es eigentlich nicht. Natürlich habe ich so gesetzte Termine, Vorstandssitzungen, Aufsichtsratssitzungen, andere Gremien, die regelmäßig stattfinden, durch die sich der Kalender automatisch füllt. Aber alles, was dazwischen ist, ist eigentlich immer unterschiedlich. In der letzten Woche hatten wir einen intensiven Workshop mit einem großen Kunden von uns zu Zukunftsthemen. Dann habe ich ein Venture-Studio besucht. Jetzt haben wir verschiedene Workshops intern, um die neue Strategie zu erarbeiten, die Roadmaps dazu, dann natürlich interne Abstimmungstermine, so dass das immer sehr vielfältig ist, ein Mix zwischen internen und externen Menschen, die man trifft und mit denen man sich austauscht. Das ist in Corona wahrscheinlich ein bisschen anders als sonst, aber kann man sagen, wie viel Zeit Sie hier in Melsungen verbringen und wie viel Zeit Sie unterwegs sind? Sie sind ja, glaube ich, in 64 Ländern vertreten mit den Unternehmen. Naja, das fällt natürlich weg, dass ich einzelne Länder oder Standorte besuche, die wir im Vorstand aber aufgeteilt zum Beispiel betreuen durch Corona. Das findet alles virtuell statt. Also ein Board-Meeting zum Beispiel mit der französischen Einheit oder mit dem chinesischen Team. Jetzt hatte ich ein virtuelles Meeting mit unseren Geschäftsführern in Asien-Pazifik. Das findet so statt. Normalerweise würde ich dann schon hinreisen, aber ich kann nicht fix sagen, so und so viel Prozent der Zeit bin ich unterwegs oder bin ich hier, dass man viel unterwegs ist, ist klar in dieser Aufgabe. Ja, Bebraun ist in 64 Ländern tätig und mit knapp 7,5 Milliarden eines der größten Unternehmen in Deutschland. Kennt tut man Bebraun über die Braunmühle und Sie sagen auf Ihrer eigenen Internetseite, dass Sie Gesundheitsdienstleister sind. Was versteckt sich hinter dem Begriff und was macht Bebraun außer sowas wie die Braunmühle? Ja, wir sind eben ein großes Medizintechnikunternehmen, verbinden diese Medizintechnik aber gleichzeitig natürlich immer mehr mit bestimmten Dienstleistungen um ein Produkt oder vielmehr um eine ganze Therapie herum oder den Patientenpfad, wie man das auch sagt. Also der Patient kommt ins Krankenhaus, wird dort versorgt, verlässt das Krankenhaus wieder, dass sich eben unser Angebot, unser Portfolio nicht nur erstreckt auf einzelne Produkte, sondern wie entlasse ich einen Patienten oder was braucht er zum Beispiel in der Ernährungstherapie oder in der Infusionstherapie für Produkte und Dienstleistungen, um dann eben einen Mehrwert zu generieren und sicherzustellen, dass die Gesundheit von Menschen geschützt und verbessert werden kann. Und das ist praktisch die Kombination, ich sage immer, von der Technologie mit der Dienstleistung zu einer ganzheitlichen Lösung. Ja, aber das finde ich auch interessant, weil Sie haben ja als Technikunternehmen begonnen, haben sowas wie eine Braunmühle, ähnliches verkauft. Wann kam so die Entwicklung, dass auch das Dienstleistungsgeschäft dazu kam? Ja, das kommt ganz automatisch, weil Sie natürlich die Abläufe kennenlernen und kennen müssen auch von unseren Kunden, sei es im Krankenhaus, sei es aber auch im ambulatorischen Bereich und dann natürlich ihre Produkte auch dahingehend verbessern müssen. Also zu verstehen, nehmen wir die Braunmühle, die wurde schon Anfang der 60er Jahre erfunden. Zum ersten Mal hat man eben für den Katheter nicht Stahl verwandt, sondern Kunststoff, was ein großer Vorteil war. Dann hat man aber gesehen, es kommt oft zu Nadelstichverletzungen beim Personal. Also hat die Kanüle einen Safety-Clip bekommen, der automatisch ausgelöst wird. Okay. Dann, das war natürlich viele Jahre später und dann noch später, dass es da immer auch noch passieren kann, dass ein Tropfen Blut zum Beispiel entsteht. Und jetzt gibt es die neueste Variante eben auch, dass das nicht mehr passieren kann. Also im Austausch mit unseren Kunden und bei den Abläufen genau zu sehen, was sind die Herausforderungen, um nicht nur den Patienten zu schützen und da einen Mehrwert zu generieren, sondern auch natürlich das Personal, was die Produkte anwendet. Und das ist jetzt ein kleines Produkt, was täglich verwandt wird, eine Venenverweilkanüle. Aber da gibt es natürlich unsere Infusionspumpen, die intelligenter werden, unser Instrumentenmanagement bei den OPs, wo die Instrumente immer wieder sterilisiert werden müssen, wo wir den Sterilisationskreislauf sozusagen verstehen und unterstützen. Also das ist sehr vielfältig. Ja. Wir waren letztes Jahr bereits hier und haben über Herr Grosse schon vieles über das Unternehmen erfahren. Aber fassen Sie doch nochmal zusammen, wie viele Produkte verkaufen Sie denn insgesamt über Bebraun? Das ist also, ja, eine enorme Zahl gewesen. Das ist sehr schwer. Wir reden ungefähr von 5.000 Produkten, wobei wir dann sehr schnell bei 120.000 Artikelnummern sind.
Es ist ein breites Portfolio, was wir eben jetzt nach den schon seit mehr als 5 Jahren nach den Therapien ausrichten und was uns aber jetzt gerade auch in der Pandemie natürlich sehr geholfen hat, dass wir so breit aufgestellt sind. Es erfordert aber auch, ich sage immer, viel Disziplin, um zu sagen, wie kann man das managen und auch dann entsprechend weiterentwickeln. Bevor wir zu den Produkten kommen, gehen wir vielleicht noch mal ein paar Jahre zurück, weil in der ersten Hälfte der Veranstaltung soll es ja vor allen Dingen auch um Sie und Ihren Lebensweg gehen. Und deswegen zurück in die Schulzeit, das ist ein Thema, das ist für Sie weit zurück, für die meisten unserer Zuschauer ist das gerade mal ein paar Jahre her. Damals, als Sie in der Schule saßen, war es da schon Ihr Ziel, so eine Position zu haben, wie Sie die heute machen? Und war für Sie vor allen Dingen klar, dass Sie in den Familienunternehmen später mal Verantwortung übernehmen möchten? Nein, überhaupt nicht, ehrlich gesagt, weil ich wollte immer Juristin werden, schon seit der 7., 8. Klasse. Und das war mein Ziel, das habe ich auch verfolgt. Ich habe natürlich gesehen, mein Vater war ja lange Vorstandsvorsitzender und andere Familienmitglieder, die sich im Unternehmen engagiert haben. Ich fand das auch immer interessant, aber ich wollte erstmal Juristin werden, weil es ja auch nicht so ist, dass man sagt, also ich möchte jetzt irgendwann dann mal Vorstandsvorsitzende des Unternehmens sein und dann ist das halt so. Denn da müssen ja viele Faktoren zusammenkommen, dass das auch tatsächlich funktioniert. Die eigene Eignung, aber dann auch die richtigen Momente. Sie führen das Unternehmen jetzt in der 6. Generation. Und wie fühlt sich das für Sie an? Ist das eher so ein Druck oder fühlt sich das oder ist das ein Privileg für Sie, das Unternehmen jetzt führen zu können? Es ist ein absolutes Privileg. Wenn das Druck wäre, dann könnte ich das gar nicht machen. Also man muss so eine Position, egal ob es jetzt im Familienunternehmen ist oder auch in einem anderen Unternehmen als Führungspersönlichkeit, immer wollen und auch die Aufgabe genießen. Denn sonst kann man die unterschiedlichen Herausforderungen oder Themen, die man angehen muss, überhaupt nicht richtig bewältigen. Also es ist ein absolutes Privileg, in so einem Unternehmen zu arbeiten, was eben mit seinen Produkten und Dienstleistungen wirklich einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Menschheit mit gute Gesundheitsvorsorge bekommt. Und das ist was mich wirklich motiviert und mir auch viel Energie und Kraft gibt. Glaube ich Ihnen. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine, Ihr Vater hat das Unternehmen von einem mittelständischen bis kleinen Unternehmen, ich glaube knapp 24 Millionen Umsatz hat es damals gemacht. Jetzt sind wir bei knapp 7,5 Milliarden und Sie haben ja den ganzen Wachstum mitbekommen. Wie war das so in der Kindheit? War das Unternehmen sehr präsent oder hat man das auch raushalten können? Also wir sind in Melsungen groß geworden, da ist es eine Kleinstadt, ist natürlich das Unternehmen präsent, aber es war nicht so, dass das Unternehmen oder die Themen des Unternehmens ständig zu Hause diskutiert wurden. Ich habe viele Geschwister, wir waren alle sehr aktiv, also da gab es genug andere Themen, die besprochen wurden, aber es war sicherlich so, wenn wir uns interessiert haben, wenn wir mal mit ins Unternehmen wollten oder mal ein Praktikum machen, dann war das immer möglich. Also es herrschte Offenheit, aber es war nicht so das allbeherrschende Thema, im Gegenteil. Wir hatten unterschiedliche Interessen, auch meine Eltern, dass das war es auch gut. Nicht immer das Thema Nummer 1. Ich wollte gerade sagen, ist, glaube ich, auch schön, als dass es immer nur um sowas gehen könnte. Ja, und weil das ist auch nie so war, dass jetzt das Unternehmen über allem steht und sich alles unterordnen muss. Okay. Spannend. Apropos unterordnen. Viele unserer Teilnehmer fragen sich ja, was sie quasi mit ihrem Leben anstellen sollen, vor allem, was sie studieren sollen. Und Sie haben eben schon gesagt, dass Ihre Leidenschaft oder Ihr Wunschberuf damals Juristin war. Und das haben Sie ja noch verfolgt, wie gesagt, in Freiburg und Georgetown. Warum haben Sie sich damals für das Jurastudium entschieden? Und würden Sie sagen, dass für Leute, die sich überlegen, vielleicht später auch im Unternehmen tätig zu werden, eine Managementkarriere anzustreben, dass das Jurastudium da eine gute Grundlage ist? Können Sie viel aus Ihrem Studium für Ihren heutigen Beruf mitnehmen? Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig, bei der Berufswahl das zu machen, was einen wirklich interessiert. Sehr schön. So, das kann man vielleicht nicht immer genau wissen, aber wo hat man eine gewisse Neigung oder wo fühlt man sich hingezogen? Weil man muss sich voll einbringen und es gibt ja auch in jedem Studium, nicht nur im Jurastudium, gewisse trockene Dinge, die man vielleicht erledigen muss. Und wenn man da nicht eine echte Begeisterung hat fürs Grundsätzliche, dann ist das schwer. Und ich, das ist ein ganz einfacher Grund. Es war die Serie Matlock, die ich super fand in dem Alter. Da habe ich zum ersten Mal gehört, okay, es gibt Anwälte und Juristen. Dann habe ich in der 9. Klasse ein Praktikum beim Rechtsanwalt gemacht. Da hat mir mein Lehrer noch gesagt, meinst du nicht, du wirst dich langweilen? Im Gegenteil, ich bin damit zu Gericht gestiefelt und fand das super. Und deswegen habe ich das dann so weitergemacht. Das ist natürlich sehr breit gefächert. Es ist ein tolles Studium.
Und es liegt mir auch von der Persönlichkeit viel Analyse. Man hat immer wieder neue Sachverhalte. Also es ist sicherlich ein Studium, was dann auch für andere Berufswege durchaus gut ist. Aber das ist heutzutage ja sowieso viel offener. Also wenn sich junge Menschen jetzt fragen, was sollen wir machen, würde ich schon auch sagen, Technologien, sich mit Technologien auseinandersetzen, die wirklich verstehen, das ist sicherlich ein großes Feld, wo ich auch immer begeistert bin, wenn ich mit unseren Experten sprechen kann, mich austauschen kann, weil viele Herausforderungen, die wir in der Welt heute sehen, eben mit technischen Lösungen, glaube ich, gelöst werden können. Was würden Sie denn sagen, was sind das oder was für Technologien und was für Themenbereiche würden Sie jungen Menschen empfehlen, sich damit vielleicht schon während des Studiums auseinanderzusetzen? Was ist das, was zählt? Ja, Ingenieurswesen zum Beispiel, aber auch Biotechnologie, das ist natürlich jetzt, geht so ein bisschen in unsere Richtung, aber auch alles, was digitale Technologien angeht. Denn nur weil ich Instagram verwende oder TikTok-Videos mache, heißt ja nicht, dass ich diese Technologien wirklich verstanden habe. Mhm. Und die halten Einzug in unseren Alltag. Und ich muss doch verstehen, zum Beispiel, was kann irgendwann ein Algorithmus leisten, was kann er nicht leisten oder was ist wirklich künstliche Intelligenz, was heißt das auch für mich oder für die Menschheit, wie ist da unsere Position, genau zu verstehen, ein Cobot, mit dem ich arbeite, was kann der eben nicht und wo muss ich eingreifen und wo bin ich als Mensch gefragt, weil die Komplexität zu verstehen, die es in vielen Situationen gibt, das können die Maschinen nicht so schnell. Und deswegen würde ich sagen, diese Bereiche, und das kann auch für Juristen interessant sein, wie grenzt man die IP ab oder wie schützt man Daten, eigentlich in jedem Studium auch zu sagen, wie sind hier die digitalen Technologien, welche Relevanz haben die für mich? Vielleicht noch eine Frage zum Studium. Und zwar sind Sie nach Amerika gegangen, nach Georgetown. Wie war diese Erfahrung für Sie und würden Sie jungen Menschen raten, dass es Sinn macht, so ein Auslandsstudium anzustreben oder auf jeden Fall Auslandserfahrung zu sammeln? Immer, immer. Also ich kann nur jedem raten, die unterschiedlichsten Möglichkeiten zu nutzen, sei es Erasmus-Programme, längere Aufenthalte, kürzere Aufenthalte. Gerade ist es natürlich etwas schwierig, ins Ausland zu gehen, weil man einfach eine ganz andere Perspektive bekommt. Und mit aller Offenheit, die man sonst vielleicht auch hat, und interessiert ist an unterschiedlichen Sachverhalten, ist das einfach eine unglaubliche Gelegenheit, die ich immer wahrnehmen würde. Sie sind zugelassene Juristin in Deutschland und auch in New York und haben auch nach Ihrem Studium eine Zeit lang in Düsseldorf als Juristin gearbeitet. Dann sind Sie aber auch zurück ins Unternehmen gekehrt. Warum haben Sie sich damals gegen die Karriere als Juristin entschieden und für das Unternehmen? Das war nicht so sehr gegen, sondern eben für das Unternehmen, weil ich schon gemerkt habe, ich würde gerne einen intensiveren Beitrag leisten im Familienunternehmen. Und das ist mir nicht leicht gefallen, weil ich sehr gerne als Juristin gearbeitet habe. Aber dann hat es doch überwogen, dass ich gesagt habe, ich würde gerne ins Unternehmen gehen und dann habe ich das gemacht. Nicht gegen die Juristin entschieden, sondern fürs Unternehmen. Aber sehr gut, okay. Reden wir vielleicht nochmal über das Thema Ausland. Und zwar haben Sie ja nicht nur in Amerika Zeit verbracht, sondern ich habe gelesen, dass Sie auch einen Intensivsprachkurs wahrscheinlich direkt nach dem Abi in China gemacht haben, was natürlich nochmal ein außergewöhnlicheres Land ist als die Vereinigten Staaten vielleicht. Warum haben Sie sich dafür entschieden und was haben Sie in der Zeit in China gelernt? Ja, ich habe ja meine letzten zwei Schuljahre an einem United World College abgeschlossen in Wales. Und da war ja schon ein sehr internationales Umfeld, da waren aber vor allen Dingen viele Schüler, und das war in Deutschland damals nicht so bekannt, die ein Gap Year gemacht haben, also nicht sofort angefangen haben zu studieren. So habe ich dann auch mal überlegt, könnte ich vielleicht noch was anderes machen und hatte dann da auch eine Freundin, die gesagt hat, sie geht nach China, weil sie Chinesisch richtig lernen will. Und dann dachte ich, das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Erfahrung, weil ich da wirklich in einer ganz anderen Kultur bin, also nicht im europäischen Ausland. Und habe das dann zu Hause mal vorgeschlagen und das ist nicht auf Ablehnung gestoßen, sondern meine Eltern haben gesagt, ja, mach das, wenn du das willst. Und dann habe ich mich da angemeldet und bin halt einfach mal nach China, nach Peking gegangen. Und es war ein super Jahr, sehr hart. Also die chinesische Methode, die Sprache zu lernen, jeden Tag 6 Stunden Frontalunterricht, hat aber viel gebracht.
Ja, und so bin ich dann ein Jahr in Peking geblieben und hatte eine tolle Zeit. Ja, allerdings nicht mehr so gut, aber es reicht, wenn ich in China bin, dass ich dem Taxifahrer sagen kann, wo es lang geht oder mit den Kollegen etwas scherzen kann. Ja. Die Erfahrungen in Asien konnten Sie ja auch dann bald ganz praktisch anwenden. 2013 haben Sie das Asiengeschäft übernommen, hatten auch die Verantwortung für knapp 17.000 Mitarbeitern. Nehmen Sie uns mal mit in diesen Markt. Was sind so die Herausforderungen in diesem Markt und was sind auch so die Chancen, die man da sehen kann? Ja, man kann natürlich, es wird immer gesagt, Region Asien oder Asien-Pazifik, aber das ist natürlich oder wird der Region nicht gerecht, denn das sind so viele Länder, die so unterschiedlich sind. Nehmen Sie China, Indien, Sri Lanka, Pakistan, Japan, Australien und dann eine ganze ASEAN-Region auf unterschiedlichsten Levels. Manche sind schon sehr entwickelt, manche sind Entwicklungsländer. Deswegen ist es schwer natürlich, das alles in einen Topf zu packen. Was man aber schon sagen kann, ist, dass eine unglaubliche Dynamik natürlich in der Region herrscht, viel möglich ist und man deswegen automatisch, wenn man verantwortlich ist für diese Region, sehr flexibel sein muss und auf die unterschiedlichen Anforderungen, die eben aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, reagieren muss. Die Asiaten sagen da oft, es ist same, same, but different. Also es ist zwar Asien, aber es kann eben doch sehr unterschiedlich sein und trotzdem mit dem gleichen Portfolio und den gleichen Produkten die richtigen Lösungen zu finden, das ist sehr spannend, funktioniert sehr gut und hat eben auch viel kreative Elemente. Und das ist was ganz Besonderes. Sie haben gesagt, dass der Markt dynamisch ist. Was meinen Sie genau darüber? Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Naja, großes Wachstum, die Mittelschichten entwickeln sich. Es gibt viele Länder, die in den letzten Jahren jetzt, um von unserer Industrie zu sprechen, Gesundheitssysteme eingeführt haben, die einer breiten Bevölkerung zur Verfügung stellen wollen. Und das ist natürlich die Dynamik, die entwickelte Länder teilweise da nicht mehr in dem hohen Maße haben. Also, dass sich da viel tut, dass viel Offenheit ist, auch für neue Technologien, um nach vorne zu gehen. Und das ist sicherlich was Besonderes. Ich habe gelesen, dass Sie dann auch selber einige Jahre in Malaysia gelebt haben, Zeit verbracht haben. Sie hatten das eben selber angesprochen zum Stichwort Unterschiede. Es bestehen ja schon kulturelle Unterschiede zwischen Europa und Asien. Was für besondere Herausforderungen hatte die Zusammenarbeit dort? Das ist ja, wie Juri schon angesprochen hat, mit fast 17.000 Mitarbeitern auch ein wichtiger Geschäftsbereich. Ja, es ist ja nicht nur Unterschiede zwischen Europäern und Asiaten. Wir würden ja auch sagen, also Italiener, Franzosen, Finnen, Deutsche können auch sehr unterschiedlich sein. Das ist in Asien, wie gesagt, genauso. Also auch die Kulturen da sind unterschiedlich. Aber Malaysia ist natürlich ein besonderes Land, weil da das Land selber eine unglaubliche Vielfalt hat. Und man lernt eben im Alltag ganz natürlich damit umzugehen. Also die Malaysier, die indischer Herkunft sind, die chinesischer Herkunft sind oder malaiischer Herkunft, man passt sich an, man hat einfach ein anderes Verständnis, eine höhere Sensibilität und sieht, dass trotzdem das Miteinander wirklich möglich ist. Und das sozusagen nicht immer als Hürde zu sehen, sondern zu akzeptieren, eine gewisse Sensibilität zu haben und dann auch zu merken, dass bei aller Unterschiedlichkeit das Herz bei uns allen doch am gleichen Fleck schlägt. Das ist, glaube ich, eine gute Erkenntnis, die ja mir auch hilft, in anderen Lagen immer zu sagen, Vielfalt ist wichtig und unterschiedliche Perspektiven, die müssen wir leben. Damit muss man umgehen und das ist am Ende wirklich für alle am besten. Interessieren würde, wenn wir uns mal so einen klassischen deutschen Geschäftsmann im Vergleich zu einem chinesischen Geschäftsmann betrachten, gibt es da oder wo sind da die Unterschiede? Könnten Sie die ja beschreiben? Gibt's da? Ich weiß gar nicht, ob das so Sinn macht. Verhandlungen? Ja, Beispiel. Also ob man da, es gibt natürlich so gewisse Regeln, dass man in Japan schon noch mehr Hierarchie hat und etwas Zurückhaltung auch in der Diskussion, dass Deutschen wird nachgesagt, dass sie schon manchmal sehr direkt sein können. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, habe ich für mich einfach mitgenommen, eine gewisse Sensibilität und feine Antennen mitzubringen, in welchem Umfeld man sich bewegt. Und dass man natürlich schon darauf achtet, es gibt Kulturen, da würde man jetzt der Vorstandsvorsitzenden oder der Präsidentin für Asien-Pazifik gegenüber nie ein deutliches Nein sagen in der großen Gruppe. Das heißt, man muss natürlich dann hellhörig sein und wissen,
wie sagt mir Kollegin X oder Kollege Y, dass er meine Idee jetzt nicht so gut findet. In Deutschland ist man da schon offener und sagt, Frau Braun, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so überzeugt. Wenn man weiß, dass es in anderen Kulturen da mehr Zurückhaltung gibt, dann muss man halt selber die Antennen entwickeln, um zu wissen, wann wird mir gesagt, das war jetzt keine gute Idee. Vielleicht jetzt die letzte Frage zu dem Themengebiet Asien. Und zwar, man merkt ja anhand Ihrer Biografie, dass Sie schon eine besondere Verbindung zu dem Raum Asien haben, selber daran gelebt. Was für eine Rolle spielt das Asiengeschäft in der Strategie für das Gesamtunternehmen in den nächsten Jahren? Ja, Asien ist eine ganz wichtige Region für uns, eben aufgrund der Dynamik, aber genauso ist eine wichtige Region für uns Deutschland und der europäische Markt und die USA, weil wir eben breit aufgestellt sind und weil das auch ganz wichtig ist. Wir sind ein global tätiges Unternehmen. Das heißt, es gibt keine Region, auch Lateinamerika oder insbesondere natürlich auch der Kontinent Afrika, wo wir jetzt sagen würden, da kümmern wir uns jetzt nicht so intensiv drum. Es ist schon wichtig, dass wir unser weltweites Netzwerk wirklich pflegen. Aber klar, eine besonders hohe Dynamik sehen wir natürlich im asiatischen Markt. Und deswegen ist es auch in Zukunft wichtig für uns, da präsent zu sein und auch Lösungen für diesen Markt zu entwickeln. Im April 2019 haben Sie den Vorsitz des Unternehmens übernommen. Welche konkreten strategischen Punkte haben Sie mitgenommen? Was ist die Vision langfristig für Ihr Unternehmen? Also wir wollen auch, was wir schon über 180 Jahre getan haben, in der nächsten Dekade, im nächsten Jahrzehnt die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt schützen und verbessern. Diese besonders hohe Verantwortung haben wir jetzt in der Pandemie sehr deutlich gespürt. Unsere über 110 Produktionsstandorte waren eigentlich alle systemrelevant. Und das war eine große Verantwortung, auch was die Versorgung dann natürlich mit Produkten anging, die wir gerne annehmen. Und diese Verantwortung sozusagen mitzunehmen und zu überlegen, wie müssen wir das Unternehmen jetzt ausgestalten, damit wir das auch in den nächsten 10 Jahren oder darüber hinaus leisten können, haben wir jetzt gerade erarbeitet, sind noch in den letzten Zügen oder entwickeln jetzt sogenannte Roadmaps, die in einem gewissen Rahmen festgelegt werden. Was für uns sicherlich ein großer Schwerpunkt sein wird, ist weiterhin Technologien zu entwickeln und dann in die Anwendung zu bringen, dass sie beim Kunden und insbesondere natürlich auch für Patienten einen echten Mehrwert bringen und dazu beitragen, dass Gesundheitsversorgung immer besser wird. Wie lange, oder was kann ich mir unter dieser Roadmap vorstellen? Wie lange planen Sie in die Zukunft? Wie viele Jahre in die Zukunft planen Sie? Wir haben jetzt einen Rahmen gesetzt, der für 10 Jahre gelten soll. Und da drin die Roadmaps sehen wir aber eher kürzer, so im 3-Jahres-Zyklus, weil die Welt eben sich doch so schnell verändert, dass wir jetzt keine 5-Jahres-Planung gemacht haben. Vorsehen können, was dieses Jahr passiert. Ja gut, das ist immer so, darauf muss man reagieren. Klar, so ein extremer Event wie die Pandemie, das ist sicherlich was ganz Außergewöhnliches, aber eigentlich gibt es immer besondere Momente, auf die man dann reagieren muss und die man dann auch nicht planen kann. Neben dem Vorstand, wo Sie ja eben den Vorsitz haben, ist der Aufsichtsrat ein anderes wichtiges Gremium in so einem großen Unternehmen. Und das hatten wir eben schon angestritten. Ihr Vater ist dort der Aufsichtsratsvorsitzende. Wie ist das so eng beruflich mit der Familie verbunden zu sein? Gibt man sich da gegenseitig Ratschläge oder, also wie kann man sich die Zusammenarbeit da vorstellen? Also ich glaube, mein Vater und ich, wir können das sehr gut trennen oder haben sehr klares Verständnis von den unterschiedlichen Rollen. Also ich bin Vorstandsvorsitzende, verantwortlich für das operative Geschäft, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender, das ist ein mitbestimmter Aufsichtsrat, das ist eine klare Governance, die wir schon immer gelebt haben, die sehr gut funktioniert und deswegen hat er natürlich Kontrollaufsichtsfunktion, ist aber auch Sparringspartner, so wie die anderen Aufsichtsratsmitglieder auch für besonders wichtige Themen. Und so handhaben wir das auch, also dass ich ihn natürlich informiert halte über die Dinge, die im Unternehmen passieren und er mir auch Rückmeldungen gibt. Und dann gibt's die anderen Themen, das sind Vater-Tochter-Themen, die wir dann als Vater und Tochter besprechen oder wo ich auch mal um Rat frage. Aber das funktioniert ehrlich gesagt völlig unproblematisch. Das ist das
Partner, Ihr Vorstand ist ja auch ein Team. Also Sie sind nicht alleine an der Spitze des Unternehmens, sondern mit vielen anderen interessanten Menschen. Wie muss man sich da die Zusammenarbeit vorstellen? Also wie weit arbeitet da jeder als Spezialist in seinen Themengebieten? Wie weit sind Sie im Team? Naja, Vorstand ist ein Kollegialorgan. Deswegen hat natürlich jeder seinen Verantwortungsbereich. Aber es ist nicht so, dass jeder sich nur auf diesen Bereich zurückzieht und sagt, ihr anderen macht dann halt eure Bereiche und ich interessiere mich nicht. Im Gegenteil, wir arbeiten sehr eng, bereichsübergreifend, spartenübergreifend zusammen und tauschen uns aus, weil wir eben auch sehen, wie viele Themen uns alle gleichzeitig berühren. Und das ist eine sehr vertrauensvolle, intensive Zusammenarbeit, die ich und ich bin mir sicher auch meine Kolleginnen und Kollegen sehr schätzen. Umstieg. Also wie muss man sich die Aufgaben eines einfachen, in Anführungsstrichen, Vorstands im Vergleich zu Ihrer jetzigen Position als Forschungsvorsitzende vorstellen? Wie war die Umstellung? Was hat sich in Ihren Alltagen, in Ihren Themenfeldern geändert seit 2019? Naja, ich habe so einen Vorteil gehabt, dass natürlich Asien als Region auch schon sehr groß war mit unter vielen Produktionsstandorten, vielen Menschen. Also dass das der Konzern so ein bisschen, habe ich immer gesagt, in klein war. Und dann habe ich aber eben die Gesamtverantwortung übernommen. Und da erweitert sich dann einfach das Themenfeld und natürlich kommt einfach noch mehr hinzu. Und man muss dann halt die Themen setzen, vielleicht auch Impulse geben und ja, ich würde sagen, so alles in Balance halten und gucken, läuft eben das große Ganze in die richtige Richtung. Als Vorstandsvorsitzende sind verantwortlich für 65.000 Mitarbeiter. Das heißt, Sie haben auch einige Führungskräfte unter sich. Was sind Eigenschaften aus Ihrer Sicht, die eine Führungskraft mit sich oder mitbringen sollte? Also was, glaube ich, ganz besonders wichtig ist, ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion, um zu verstehen, oder auch, habe ich mich richtig verhalten, muss ich mich vielleicht anpassen, wenn man Situationen analysiert, auch sich selbst immer wieder hinterfragen zu können. Und was man auch, glaube ich, machen muss. Trotzdem klar zu sein im Austausch, in dem, was man erreichen will. Dass man nicht zu schwammig redet und schon auch deutlich sagen kann, in welche Richtung soll es gehen. Dann aber auch die Fähigkeit hat, wenn man merkt, was ich eben schon für Asien gesagt habe, wenn man aufnimmt, dass da Widerstände sind oder dass die Akzeptanz nicht da ist, dass man das nochmal hinterfragt und vielleicht nochmal in den Austausch geht. Warum wird es noch nicht so akzeptiert, dass man gutes Feedback geben kann, aber auch selber dann Feedback zulässt, um eine gewisse Transparenz zu haben? Das, glaube ich, ist ganz wichtig zu wissen, wo sind meine Experten, die ich fragen kann, diese Expertise dann auch anzunehmen. Also man ist, glaube ich, nicht erfolgreich, wenn man glaubt, man hat immer die Weisheit für sich gepachtet, die Fähigkeit dann auch zu korrigieren, zu sagen, ja, da lag ich falsch, machen wir es doch besser anders. Das sind, glaube ich, wichtige Elemente. Das Thema Verantwortung natürlich auch eine Rolle. Gerade im Familienunternehmen ist das wichtig. Sie haben 65.000 Leute, wo wahrscheinlich direkt die Existenz von den Unternehmen und den Erfolg des Unternehmens abhängt. Und Sie sind ja auch als Vorstandsvorsitzender, haben Sie den Hut auch auf und stehen auch in der Öffentlichkeit, was das Unternehmen betrifft. Wie gehen Sie mit dieser Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern um? Ja, und vor allen Dingen auch mit dem Stress, der auf Ihnen lastet, gerade wenn es eine Pandemie ist und wenn man nicht weiß, letztlich sind Sie auch dafür verantwortlich, dass die Arbeitsplätze bestehen bleiben. Also wie gehen Sie persönlich mit dieser Belastung, dieser Verantwortung um? Gibt es da manchmal Schlaflose Nächte? Ich empfinde das nicht als Belastung, sondern ich empfinde diese Verantwortung, wie ich am Anfang schon gesagt habe, eher als Privileg. Und ich versuche auch im Alltag, ich sag mal, eine gewisse Demut zu leben und Dankbarkeit, dass ich so eine Aufgabe mit so viel Gestaltungsmöglichkeiten wahrnehmen kann und darf. Und dann darf man ja nicht vergessen, ich bin ja nicht immer alleine. Also wie gesagt, es gibt meine Vorstandskollegen, es gibt die Führungskräfte, es gibt aber auch die Mitarbeiter. Und man spürt bei uns schon sehr genau, dass wir uns schon alle gemeinsam einsetzen für ein Ziel. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo man angespannt ist oder wo der Druck sich erhöht. Da hilft mir immer sehr Bewegung rein. Rauskommen, das ist hier ja sehr gut möglich, im Wald oder im nordhessischen Bergland.
und vor allen Dingen auch immer wieder zu reflektieren, dass man nicht der Nabel der Welt ist, dass die Welt sich auch weiter dreht, ohne ein, wie gesagt, eine gewisse Demut, und das hilft mir dann schon sehr gut. Jetzt sind wir wieder bei der Zahl 65.000. Sie sind nicht nur Chefin von den 65.000 Mitarbeitern, sondern auch Mutter von zwei Kindern. Drei Kindern. Ja. Was davon ist die größere Herausforderung? Die wichtigere Frage aber, wie lässt sich Beruf und Familie vereinbaren? Also ich glaube, da geht es mir so wie allen Eltern, dass man immer wieder Punkte hat, wo man sich fragt, mache ich das alles richtig? Gebe ich meinen Kindern das mit, was sie brauchen, um dann in der Welt zu bestehen? Und da, glaube ich, mache ich so wie viele andere Eltern. Mein Mann und ich versuchen, unser Bestes zu geben und vertrauen dann auch auf Gott, dass sich die Dinge gut entwickeln. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und alles andere, oder wie man das managt, glaube ich, ich habe das in einem Interview schon mal gesagt, schon eine gewisse Routine und Stringenz, weil das einfach die Abläufe leichter macht. Aber man darf dann auch nicht zu streng sein, weil jeder, der Kinder hat, weiß, das geht auch gerne mal daneben oder alle Pläne funktionieren dann doch nicht so. Dann braucht man halt schon viel Gelassenheit und vor allen Dingen Humor. Und ein gutes Netzwerk, wenn dann alle großen Pläne doch zerschossen werden. Juri, und mir liegt es am Herzen, gerade auch jungen Frauen zu zeigen, dass es die Möglichkeit gibt, Karriere zu machen und das zu unterstützen. Und deswegen probieren wir auch in unserem Programm immer herausragende weibliche Führungspersönlichkeiten wie Sie eben vorzustellen. Leider ist es aber so, dass unter den 200 größten deutschen Unternehmen, wo Sie ja auch mit zugehören, wenn ich richtig recherchiert habe, nur 6 Frauen in ihrer Position sind. Das ist erschreckend wenig bei 200. Was kann man tun? Oder also erstmal, was würden Sie jungen Frauen mit auf den Weg geben, die überlegen, die Karriere zu machen? Und was können wir als Gesellschaft und Sie als Unternehmer tun, um junge weibliche Führungspersönlichkeiten zu fördern? Also wenn ich auf die letzte Frage oder den letzten Teil zuerst eingehe, das ist ja was, was uns alle umtreibt, was intensiv immer wieder diskutiert wird. Es gibt unterschiedliche, sage ich mal, Infrastrukturen, die man natürlich zur Unterstützung eingeführt hat, auch schon sei es Kinderbetreuung, sei es aber auch im Unternehmen. Wir haben eine Familienteilzeit, wir haben ein Frauennetzwerk gegründet, um Frauen zu unterstützen und auch zu ermutigen, sich vielleicht auf bestimmte Stellen zu bewerben. Ich glaube, oder was ich jungen Frauen raten kann oder auch nur von mir sprechen kann, ist nicht zu dogmatisch zu sein. Also sich genau schon mit Anfang 20 zu überlegen, was muss ich machen, damit ich dann am Ende genau diese Position habe. Schon natürlich mit Passion und Leidenschaft, und das gilt aber für alle jungen Menschen, weil gibt ja genug Familien, wo auch beide berufstätig sind. Also die Frage stellt sich ja dann nicht nur Frauen, sich darauf zu konzentrieren, was kann ich für Aufgaben wahrnehmen, wie erweitere ich da auch meinen Horizont und mein Spektrum, nicht immer zu denken, wenn es mal ein bisschen nicht genau gerade ausging, sondern rechts oder links, das ist nicht schlimm. Das Leben ist keine gerade Autobahn. Sich darauf auch einzustellen und dann immer wieder zu gucken, ist das noch so der richtige Weg, und einfach auch mal zu machen und nach vorne zu gehen. Und nicht so zögerlich zu sein, traue ich mir das zu oder nicht. Denn wenn es nicht klappt, dann habe ich vielleicht eine Enttäuschung natürlich und muss damit erstmal umgehen. Aber das macht mich letztlich dann auch wieder stärker und ich kann weitergehen. Wie war das bei Ihnen so als junger Mensch? Hatten Sie irgendwie bestimmte Ziele oder Vorstellungen oder so einen Plan für Ihr Leben? Oder hat sich das eher ergeben? Nee, also ich wollte Jura studieren, dann wollte ich möglichst schnell fertig werden, weil ich arbeiten wollte. Und dann habe ich das so gemacht und dann habe ich in der Kanzlei gearbeitet, und mir hat Arbeiten immer viel Spaß gemacht. Also ich bin ein großer Freund des Arbeitens und habe mich auch mit den Themen, das hat mich immer interessiert, und so war es dann auch im Unternehmen. Also ich habe immer mich auf die Aufgaben konzentriert und fand die immer gut und wollte Dinge vorantreiben, und so hat sich dann alles weitere entwickelt. Also ich habe es nie geknüpft an bestimmte Positionen, die ich unbedingt haben wollte, sondern schon sehr stark immer auch an Aufgaben und Themen, die ich erreichen wollte. Wir haben gerade über das Aufgabenmeistern geredet. Viele unserer Teilnehmer fragen sich eben auch, wie soll man sich verhalten, was muss man machen, um
in gewisser Weise auch Karriere im Unternehmen zu machen. Sie sind ja auch Chefin, haben wir schon lange darüber geredet von vielen Leuten. Was macht für Sie eine gute Führungskraft aus? Wonach oder was schätzen Sie an Leuten? Was würden Sie jungen Menschen raten, der Karriere im Unternehmen, die BPRAU machen möchte? Ja, sich auch mal sozusagen aus der Deckung zu wagen, das muss man schon machen. Also darauf zu hoffen, dass man irgendwie gefunden wird, das kann auch passieren, aber man muss sich auch schon aus der Deckung wagen, vielleicht mal an einem Projekt mitarbeiten oder wenn sich die Möglichkeit gibt, auch mal in andere Bereiche zu schauen, da aktiv zu sein. Was ich natürlich jetzt in meiner Position immer sehr positiv registriere, nehmen wir mal an, wir haben eine Vorstellung von einem Projekt in der Vorstandssitzung, wenn, sage ich mal, das Projekt mit einer Klarheit und Stringenz vorgetragen wird, dass ich sehr schnell verstehen kann, worum es geht. Also wenn ich merke, jemand hat sich Gedanken gemacht, wer sitzt da vor mir, die Person oder Frau Braun hat vielleicht zum ersten Mal davon gehört und die Dinge auf den Punkt bringt. Ich werde unruhig, wenn so endlos Schleifen gedreht werden, bis ich dann weiß, worüber soll ich zum Beispiel entscheiden oder was will mir die Person eigentlich sagen. Also das kommt, glaube ich, bei vielen Vorständen gut an oder auch dann anderen Führungskräften, wenn das die Message sozusagen klar rüberkommt, dann registriert man das auch. Aber ich bin auch, das darf man ja nicht vergessen, und das geht vielen Kollegen, denke ich, genauso, ich bin ja sehr begeisterungsfähig. Ich freue mich ja, wenn ich bei uns im Ausbildungszentrum bin oder wenn ich ein Projekt vorgestellt bekomme irgendwo und da sind auch jüngere Mitarbeiter, die es vorstellen und ich den Einsatz spüre, das gibt mir auch wieder Energie. Und so ist das, glaube ich, ein gutes Hin und Her. Also sich zu engagieren und ruhig mal aus der Deckung zu wagen. Ich glaube, das sind gute Punkte. Es ist jetzt auch mal schön, nicht über Corona zu reden, aber ganz kommen wir nicht daran vorbei. Ja. Sie sind einer der größten Produzenten von Desinfektionsmitteln. Wie waren die ersten Wochen der Pandemie? Stand Ihr Telefon gar nicht mehr still? Ja, natürlich. Also nicht nur beim Desinfektionsmittel, zum Beispiel auch Infusionspumpen, die werden benötigt, insbesondere auch bei Intensivplätzen, um Patienten da zu versorgen, aber auch Schutzmaterialien, Handschuhe, Masken. Und natürlich mussten da unsere Teams die Anfragen intensiv abarbeiten, was aber gut gelungen ist. Wir haben natürlich dann unsere Produktionen versucht anzupassen, was Kapazitäten anging, dass wir Kapazität versucht haben zu erhöhen, zum Beispiel in unserem Werk in der Schweiz für Desinfektionsmittel und ja, managen das aber heute noch. Die Pandemie ist nicht vorbei, sondern sie begleitet uns eben immer noch weiter und da auch dann kluge Lösungen zu haben, wie man mit der sich ändernden Nachfrage umgeht, das haben wir aber gut gemanagt. Arbeiten Sie jetzt noch in der Schweiz mit der erhöhten Kapazität oder sind Sie jetzt ja wieder runter? Nein, das wird nicht, sehen wir auch nicht, dass das jetzt runtergehen wird. Allerdings muss man auch verstehen, es ist ja nicht so, dass man einfach eine Linie dazustellen kann. Die müssen teilweise sehr lange gebaut werden, müssen validiert und qualifiziert werden. Deswegen gibt es da schon auch Grenzen, was die Kapazitätserweiterung angeht. Wichtig ist vor allen Dingen eben so zusätzliche Effekte zu vermeiden, dass aufgrund einer gewissen Sorge eine Überbevorratung stattfindet bei manchen Kunden und dann sozusagen der Kreislauf oder die Verknappung sich noch intensiviert. Das können wir aber mit unseren Systemen zurzeit oder mittlerweile schon sehr gut handeln und so dann auch im Austausch mit den Behörden, Ministerien und unterschiedlichen Ländern zu sein, um die Versorgung sicherzustellen. Wenn wir das mal in Zahlen fassen, um wie viel Prozent ist die Kapazität gestiegen an der Produktion von Desinfektionsmitteln? Also da haben wir es geschafft, sie mit den bestehenden Linien um 20% zu erhöhen. Okay, schon eindrucksvoll. Ja. Viele unserer Teilnehmer stehen gerade vor der beruflichen Wahl, haben vielleicht ihr Studium abgeschlossen oder überlegen, wo soll ich eine Ausbildung machen? Und jetzt ist so ein bisschen die Möglichkeit für Sie, Werbung für Unternehmen als Arbeitgeber zu machen. Was denken Sie einmal, was zeichnet ein Familienunternehmen aus, vielleicht im Unterschied zum öffentlich gehandelten Unternehmen? Und vor allen Dingen, warum würden Sie jungen Menschen empfehlen, bei BPRAU eine Ausbildung zu machen oder hier beruflich zu starten? Also da will ich gar nicht nur BPRAU nennen, aber ich kann den jungen Menschen nur empfehlen, gehen Sie in die Medizintechnik. Das ist ein unglaublich faszinierendes Feld, weil Sie verbinden eben neueste Technologien, auch digitale Technologien mit Medizinprodukten zum Beispiel oder auch mit pharmazeutischen Produkten und können einen echten Beitrag leisten
für unterschiedlichste Gesellschaften auf der ganzen Welt. Und das ist wirklich faszinierend, wenn Sie überlegen, wir diskutieren natürlich 3D-Druck, was ist möglich, die individuelle Knieprothese zum Beispiel, aber auch schon Produkte, die in die Massenproduktion oder Serienproduktion gehen, wo wir 3D-Druck verwenden. Dann eine gewisse Sensorik, die Sie in unterschiedlichsten Produkten haben, wo unsere Infusionspumpe, Dialysemaschine auch immer intelligenter wird, natürlich dann Daten analysieren kann, wo wir eng auch mit unseren Kunden zusammenarbeiten müssen, um die nächsten Schritte zu machen. Dann gibt es aber auch tolle Entwicklungen bei der Biologisierung, dass Sie also Mischprodukte haben zwischen einem Medizintechnikprodukt, was beschichtet ist in einer besonderen Art und Weise, um Infektionen zu verringern oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Sie können Knorpel zum Beispiel züchten, wenn Sie da Probleme haben in Ihrem Knie, Ihre eigenen Knorpel. Also es gibt unglaubliche Entwicklungen und das ist auch ein besonderes Spannungsfeld, was wir sehen. Diese unglaublichen Entwicklungen in der Technik, aber auch natürlich in der Medizin mit grandiosen Innovationen. Gleichzeitig die Herausforderung, das auch allen Menschen zur Verfügung stellen zu können. Das ist natürlich ein Spannungsfeld, wo wir einen wirklich ganz besonderen Beitrag leisten können, als B. Braun, aber auch als Familienunternehmen mit einer gewissen Ausrichtung an Langfristigkeit unseren Beitrag zu leisten. Und das kann ich jungen Menschen nur empfehlen, in unterschiedlichsten Bereichen. Es ist eine tolle Industrie und B. Braun ist natürlich ein tolles Unternehmen. Man spürt die Begeisterung für das Unternehmen. Das interessiert mich auch noch so, vielleicht, wir kommen zum Ende langsam. Wir treffen viele tolle Unternehmen, die viele verschiedene Sachen machen, weil es bei der Telekom, das ist alles technologisch auch spannend, aber Sie haben eben einen Punkt gesagt, den finde ich sehr, sehr wichtig. Und zwar geht es hier ja wirklich um Menschen, um Gesundheit. Was macht das für Sie aus? Bringt das auch eine gewisse Form von Zufriedenheit mit, dass Sie abends nach Hause gehen und wissen, okay, wir helfen wirklich Menschen, kranken Menschen? Motivation und Ansporn. Und die Verantwortung, von der ich am Anfang gesprochen habe, das ist schon ein großes Thema, was Energie gibt, was, glaube ich, auch alle unsere Mitarbeiter spüren und was uns so eint, zu sagen, das ist schon wichtig. Und jedes Produkt, jede Dienstleistung, die wir herstellen, leistet eben da einen Beitrag dazu, die Gesundheit von Menschen zu schützen und zu verbessern. Und das ist wirklich was Tolles. Und natürlich, wenn man einen Anruf bekommt oder ein Foto von Freunden, die dann vielleicht einen Unfall hatten und zeigen dann die Produkte von B. Braun und sagen, ja, ich fühle mich gut versorgt. Das gibt viel Motivation. Das ist tatsächlich ganz interessant, weil man manchmal auf solche Dinge erst aufmerksam werden muss. Nach der Veranstaltung mit Herr Krosse war es so, dass immer wieder Teilnehmer uns geschrieben haben und uns selber so aufgefallen ist, wenn man irgendwie mal in der Arztpraxis ist oder im Krankenhaus oder beim Tierarzt oder selbst Desinfektionsmittel nimmt, ist es schon verrückt, wo überall Ihr Logo zu sehen ist. Naja, ich wünsche natürlich den meisten, dass sie jetzt nicht so viel unserer Produkte brauchen, damit man gesund bleibt. Aber wenn, dann kann ich unsere Produkte und Dienstleistungen natürlich nur empfehlen. Hat auch ein ruhiges Gewissen. Die Zeit ist fast verflogen. Genau. Kommen wir zu der letzten Frage. Jetzt sind wir am Ende der 34. Veranstaltung von Young Economist. Ja. Und eine Frage, die sich immer durchgezogen hat, ist, wenn wir uns mal überlegen, Sie sind jetzt wieder 20 Jahre und haben aber die ganze Erfahrung, die Sie Ihr Leben lang gesammelt haben. Was sind so die Tipps, die Sie wieder Ihren früheren Ich mitgeben würden? Meinem früheren Ich würde ich, glaube ich, sagen, genießt ein Studium. Ich habe ja schon gesagt, ich wollte unbedingt fertig werden und arbeiten. Mhm. Heute denke ich manchmal, ich habe es sehr genossen, aber das ist schon eine tolle, eine besondere Zeit. Auch die Möglichkeiten an der Uni oder in der Ausbildung so verschiedene Wissenskanäle anzuzapfen, sich auszutauschen, sich ein bisschen Zeit zu lassen, auch mal in Felder zu gehen, die so ein bisschen entfernter sind. Mhm. Das würde ich, glaube ich, sagen. Und darauf zu vertrauen, dass die Dinge sich entwickeln und dass es eben nicht immer alles gerade geht und eine Schleife links und rechts überhaupt nicht problematisch. Ich glaube, da haben Sie eine ganze Menge jungen Menschen jetzt viel mit auf den Weg gegeben und auch ein bisschen Druck rausgenommen. Frau Bauern, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. An eure Stelle nochmal vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich würde mich freuen, viele von euch am 22. dann aus Wiesbaden und am 6. von der Telekom, hoffentlich auch mit gutem Internet, hören zu dürfen. Vielen Dank Ihnen, viel Erfolg und bleiben Sie und bleibt ihr gesund. Danke. Danke. Vielen Dank, Frau Braun.